Hallo und willkommen zurück zu Civ City Rom. So, wir haben feindliche Truppen vor der Türe stehen. Da hinten und unsere Truppen sind total verbuggt. Die wollen nicht mehr so, wie sie sollten. Liegt vielleicht hier an einem Tor, ich weiß es auch nicht. Die Truppen sind zu blöd. Ah, wir können hier hinten mal das abreißen, die Trümmer. Durch das Tor wollen sie jedenfalls nicht. Ah, jetzt auf einmal können sie wieder. Ja. Das liegt wahrscheinlich am Tor. Da das ein Gebäude ist und wir durch keine Gebäude hindurch können, fühlen sie sich nicht dazu in der Lage, das Tor zu betreten und die Gegner anzugreifen. Naja gut, aber auf jeden Fall, wir müssen ja weiterhin zwei Städte besiegen und hier 8000 Leute unsere Bürger nennen. Das machen wir auch. Das sieht ja ganz gut aus, also wir sind auf besten Wege dahin. Hier geht nochmal in die Adel Forschung. Stadtreiter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Erhöhen unsere Steuereinnahmen, greifen die Gegner wieder an. Wir verlieren überhaupt keine Truppen. Na, das sieht doch gut aus. Wir Zum haben den Feind Bogenschützen. besiegt. So, und dann können wir mit denen gleich mal Legionen aus der Stadt schicken. Damit können wir dann jetzt eine feindliche Stadt angreifen. Ah, Moment, nein, dann machen wir das vielleicht doch nicht. Lassen wir die in der Stadt. In der Stadt bleiben. Nein, nein, nein. So, jetzt hätte ich die beinahe rausgeschickt. Dabei kommen aber noch Truppen und greifen uns gerade an, wie ihr gerade gesehen habt. So, wir bauen noch ein weiteres Kastell für weitere Soldaten. Hier dann. Ja, nur Legionäre. Dann bauen wir vielleicht noch ein drittes Kastell, nur für Velites. So, jetzt können wir uns sogar noch ein drittes leisten. Haben wir Geld dafür. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. So, und hier passt es nicht wegen der Mauer. Naja, gut. Das kriegen wir auch noch hin. Noch eine kleine Truppe. Das ist ja lustig. Hier können wir ja, da können wir ja unsere Feuerwehr hinschicken. So, und die teilen sich jetzt. Ah, die sind ja richtig schlau. Ja, die teilen sich auf. Der eine Trupp geht rechts, der andere geht links lang. Und ja, nicht schlecht. Ja, dann warten wir die einfach mal hier vor der Tür. Vereinen die sich wieder? Das wäre natürlich blöd. Da wäre die ganze Taktik natürlich jetzt hinfällig. Ah, okay. Gut, dann warten wir einfach und warten auf den Angriff. Ah, da sind Fernkämpfer hier. Greifen wir mal an. Und das sieht sehr gut aus. Ich glaube, die Truppen Wir können wir haben gleich. den Feind besiegt. Ja, wunderbar. Dann können wir diese Truppe hier schon mal direkt rausschicken. Aus der Stadt. Und dann greifen wir mal hier den ersten der beiden Orte an. Stadtzufriedenheit sieht nicht so gut aus. Da erhöhen wir nochmal die Löhne. Ja, Arbeitslosigkeit ist nicht so toll. Vielleicht auch noch ein bisschen verschönern. Ah, einen großen Garten mit Teich könnten wir bauen. Ja, so eine Sache. Vielleicht errichten wir auch erstmal gar nichts und lassen das so. So, wann sind denn unsere Truppen da? Okay, da verlassen sie jetzt. Ah, da sammeln sie sich. Statthalter, in den Nahrungsspeichern ist bedrohlich wenig Nahrung gelagert. Oh. Wenig Nahrung in den Nahrungsspeichern. Dann sollten wir die Ration auch wieder senken. Und natürlich noch mehr Fleischereien bauen. Ja, und hier ist ein kleines Problem eben, dass die Fleischereien da hinten sind. Statthalter, die Nahrungsspeicher der Stadt sind jetzt leer. Die sind, ja, wie gesagt, die Nahrungsspeicher, der ist hier und da ist nur ein Karren. Und da sind die irgendwie ein bisschen, so, gehen wir mal hier an. Da sind die irgendwie nicht ganz so. Huch, jetzt greifen vielleicht zwei Gruppen an. Ach, kommen die, um uns abzufangen? Naja, was soll ich sagen? Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Die Fleischereien bringen das Fleisch nicht hier hin, weil der Karrenfahrer ist ein bisschen zu blöd, das Fleisch hier hinten bei den Fleischereien abzuholen. So, aber wir haben ja auch noch Fisch. Und dazu haben wir jetzt, ich glaube, eine Fischbude haben wir gebaut. Und wir könnten noch mehr gebrauchen. Denn wir haben ja bestimmt auch eine Menge Fisch, den wir dann gleich anlanden hier. Denn wir haben ja in der letzten,
oder gegen Ende der letzten Runde haben wir ja die die Fischerei eröffnet. Eine kleine Werft gebaut und daneben die Fischermole. Und die bringen ja auch Fisch ran. So. Okay, schauen wir mal. Oh ja, minus 11. Rationen nochmal erhöhen. Nee, machen wir mal nicht. Zahlen wir mal etwas mehr Geld. So, greifen die uns jetzt an? Oder greifen die Stadt an? Das ist die Frage. Also greifen die unsere Truppen an oder die Stadt? Ja, warten wir es ab. So, und die Nahrung, ja, die wird hier wieder aufgefüllt. Oliven lassen wir mal außen vor, die dürfen dann nicht eine eingelagert Legion werden. Dieser Stadt hat einen gewaltigen Sieg für das Reich errungen. Ah, gewaltiger Sieg. Wir haben also die ersten Truppen schon aufgerieben, die uns entgegengesandt wurden. So, Olivenpresse noch bauen. Vorne nochmal zwei Stück. Damit wir auch gerne Oliven einlagern. Und in früheren Folgen ging das, dass der Karren hier gefahren ist. Ich weiß nicht, warum der das jetzt nicht macht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass der das gemacht hat. Oder waren das die Fleischer selber, die hier die Nahrung eingebracht haben? Da bin ich mir natürlich jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Na gut, wie dem auch sei, wir haben hier 20 Legionäre. Oh, und wir haben bloß, oh, seht mal hier, wir haben bloß 6 Leute gerade bei dem Kampf verloren. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die Stadt erobern können. Und vor allem, wie groß gleich die gegnerische Armee sein wird, wenn wir angegriffen werden. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Ah, allzu viele sind es nicht. Damit müssten wir klarkommen. Den werden wir fertig. Wenn die nicht das Bankwesen wurde erforscht. Irgendwo an der Mauer hängen bleiben. So, und wir können in die Forschung gehen. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu die Landwirtschaft. So, auch sehr schön, wie das Tor hier auf und zugeht, aber kein Soldat da durchgeht. Ist natürlich ein bisschen albern. So, wo sind sie? Na. So, da kommen sie. Hier stellen sich unsere Legionäre auf. 3 Kohorten. 3, naja, mehr oder weniger große oder vollständige Kohorten. Eher weniger, aber eine ist ja fast vollständig. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Sieht auch sehr gut aus. Ja. Oh, und seht mal hier. Wir haben den Feind besiegt. So, wieder zurück ins Kastell. Die letzte Armee hat hier beim Angriff. War das eine Niederlage? So, was heißt denn das? Armee nach Hause schicken. Römische Legion. Achso, das ist jetzt unsere ja, die Stadt haben wir erobert und deswegen sind sie da geblieben. Okay. Na, dann machen wir doch Folgendes. Wir rüsten die hier noch weiter aus. Und schicken die dann vielleicht jetzt schon. Schicken wir die raus. Fackeln wir nicht lange und schicken die einfach die raus. Landwirtschaft wurde erforscht. Aber Statthalter. Dann erforschen wir noch den Pflug. Oder die Gärtnerei? Nein, den Pflug. Ja. Forschung begonnen. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt also schon die erste Stadt erobert. Hier, ihr seht's. Eine feindliche Stadt haben wir bereits eingenommen. Und die zweite, die nehmen wir dann gleich noch ein. Denke ich mal. Also mit den Truppen sollten wir das schaffen. Wir haben ja bisher auch jeden Angriff von denen abgewehrt. So, jetzt müssen wir natürlich nur noch sehen, dass wir hier mehr Einwohner bekommen. Und dazu brauchen wir mehr Zufriedenheit. So, und die können wir ja noch mit ein bisschen mehr Rationen, können wir die noch steigern. Die Löhne wieder ein bisschen senken. So, das müsste eigentlich helfen, dass Zufriedenheit wieder steigt. Ja, und dann können wir natürlich noch ein bisschen dekorieren. Großen Brunnen, naja, dafür brauchen wir natürlich die Zisterne. Die haben wir noch nicht. Die brauchen wir auch nicht, deswegen bauen wir sie auch nicht. Hier mal 2 Statuen. Und was denn noch? Gärten. Hier hätten vielleicht ein paar Gärten hin. Passt sogar genau rein. Ja, und dann können wir ja hier noch einen Garten bauen. Und hier in der Nähe der Wohnhäuser noch. Sehr schön. Ein paar kleinere Gärten vielleicht die dazu. Zufriedenheit in der Stadt steigt.
So. Okay. So, unsere Truppen sind jetzt außerhalb der Stadt. Da sind sie und die greifen jetzt das Barbarenlager an. Eine mittlere Garnison. Okay, ja, die gehört bereits uns. Das ist unsere Armee. Ja, dann viel Erfolg. Und mit etwas mehr Zufriedenheit kommen dann auch gleich mehr Einwohner. So, Der Pflug wurde erforscht. die Truppen werden natürlich jetzt nicht hier Braver mehr aufgefüllt. Statthalter, was Mystizismus. wünscht ihr nun zu erforschen? Damit können wir unsere Stadtzufriedenheit nochmal Forschung temporär begonnen. erhöhen. Ich glaube, das kommt vor allem unserem Bevölkerungswachstum zugute. Und wir schauen mal, wie weit unsere Truppen denn hier schon sind. Ja, die sind auf dem besten Wege. Bevölkerung steigt wieder. Nahrung haben wir auch genug. Und vor allem, genau, das haben wir ja vorhin mal gehört, Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. wir haben zu wenig Nahrungsmittellager gehabt. Dann richten wir doch hier nochmal eins. Aber auch hier lassen wir keine Oliven rein. Der Mystizismus wurde erforscht. So. Eine Legion dieser Stadt. Bitte eine Legion dieser Stadt. Ach so, war erfolgreich im Kampf, genau. Ah, nur noch 9 Legionäre. Ich glaube, das schaffen sie nicht. Ja, ihr seht's. Das haben sie nicht mehr geschafft. War die Armee dann wohl doch zu groß? So. Dann wird sie hier neu ausgebildet. Ja, gut. Dann machen wir es mal folgendermaßen, dass wir hier noch ein bisschen Militest dazu haben. Oder Moment. Ja, jetzt können wir die natürlich nicht mehr ändern. Ja, okay. Dann lassen wir das so. Ich hätte jetzt gesagt, dann machen wir einfach noch ein weiteres Kastell hier hin. Das machen wir auch. Hier soll es hin. Und hier dann bitte nur Velites. Und ja, machen wir das mal so. Das ist einigermaßen gleich verteilt. Ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht ideal. Also aber auch ganz anders geplant. Statthalter, unsere Geldmittel sind fast erschöpft. Oh ja. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber die Straße, die bauen wir noch. So. Zufriedenheit steigt. Damit auch die Geldmittel. Da sieht man hier, wie viel Geld wir verlangen können von der Bevölkerung. So. 182 Denaren im Monat hier an Steuern sind die immer noch zufrieden. Betten und Götteranbetung fordern sie jetzt. Können wir ihnen leider nicht bieten, weil wir keinen Platz mehr haben für Tempel. Und irgendwie möchte ich auch nicht, dass die weiter aufsteigen. Kostet ja nur Geld. Wunderbar. Ja, ich dreh mal einfach hier an dem Knopf für die Geschwindigkeit. Bei Lugdunum wurde ein Aufstand der streitsüchtigen Gallier niedergeschlagen. Sehr gut, dann können wir hier nochmal die Mauer wieder vervollständigen. So. Okay, dann ist die auch wieder dicht. Brave Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Philosophie. Forschung begonnen. Stadtzufriedenheitssteigerung. Temporär. So, und hier könnten die die Nahrung hier rüberbringen, aber ist momentan auch nicht nötig, wie man sieht. Sieht momentan also alles sehr gut aus. 8000 Einwohner haben wir, wir brauchen nur noch eine zweite Stadt. So, Moment, und wir können ja einfach mal die Truppen hier nehmen. Das sind nur. Wir haben keine Truppen mehr hier. Das ist natürlich doof. Also hier 3 Centurii. Das Die ist Philosophie wenig. wurde erforscht. Den können wir keine Stadt erobern. Ave Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Vielleicht mal die Bewässerung. Forschung begonnen. So, und wie sieht's hier aus? Ah, da haben wir schon bald wieder ein volles Kastell, volle Kohorten. So, vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit wieder runter, vielleicht noch ein bisschen hier an Minen. Die Minen noch ein bisschen feilen, damit wir hier noch ein bisschen mehr rausholen können. Oder vielleicht einfach mal den ein oder anderen Schwertschmied nochmal zusätzlich bauen. So, da dürfte doch noch für den einen oder anderen Platz sein. Auf der anderen Seite der Straße. Hinten vielleicht. Bauen wir nochmal zwei. So. Sehr schön. Geschwindigkeit wieder rauf. Und ich denke mal, wir sollten es bald schaffen,
Also, dass wir das vielleicht sogar noch in dieser Folge schaffen. Das ist dann übrigens, ja, das kommt dann jetzt ganz plötzlich, das ist dann das Ende. Dann sind wir durch mit Die City Rom. Wurde erforscht. Dann haben wir bereits alles gesehen. Wir haben dann schöne blühende Städte gesehen. Wir haben den Kampf gesehen. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Kleine Armee. Ja gut. Soll die mal kommen? Wir haben dann wirklich Aber alles gesehen und was wünscht ihr nun sind zu erforschen? Mit allem vertraut. Haben uns durch die komplette Kampagne durchgespielt. Sinkt. Zufriedenheit sinkt? Warum denn das? Arbeitslosigkeit. Naja gut, dann sollen sie doch wieder wegziehen. Also 9.700 brauchen wir nun wirklich nicht. Ja. So, und? Wie sieht's denn aus mit mehr Schwertern? Da dürfte doch jetzt eigentlich die Statuen für lassen gesorgt die Stadt werden. Wirklich prächtig aussehen, finde ich jedenfalls. Schauen wir hier mal zu beim Schmieden. Ja, hier wird das Gladius hergestellt. Das römische Standardschwert. Haben die Römer von den Kelten übernommen. So, geben wir denen noch ein paar Wohnungen. Ja, seht mal an. Tatsächlich ziehen sie hier dann ein. Sehr schön. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Oh, schnell, schnell bremsen. So, eben noch fertig bauen. So. Okay, so, wo sind die Feinde? Ah, das war natürlich jetzt gerade. Natürlich gerade ein bisschen schnell. Da schicken wir mal nur die hier los und dann Angriff. Oh, eine kleine Truppe. Geht noch. Kommen wir noch mit klar. Ja, und dann können wir ja vielleicht gleich die zweite Truppe hier zum Angriff auf die germanische Stadt schicken. Das wäre ja eine Idee. So. Ja, es läuft auch alles erfolgreich. Das Weben wurde erforscht. Jetzt einfach eben nur machen. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Oh, was machen wir als nächstes? Hier, Werkzeugmacherei. Gehen wir nochmal rein in den Kampf. Wir haben den Feind besiegt. Sehr gut. Ja, gut. Okay, dann können die wieder zurück ins Kastell. Und nö, ich würde sagen, wir schicken die direkt mal auf die Karte und damit zum Angriff auf die germanische Stadt. Und die nehmen wir gleich mit. Ja, müsste ja eigentlich funktionieren. So, ein bisschen schneller bitte. So, die Velites sind schneller als die Legionäre. Merkwürdig. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Okay, die haben noch auf den letzten Mann gewartet. Das ist natürlich vorbildlich. Schicken wir beide Armeen los. Gut. Drehen wir an der Geschwindigkeitsschraube. Hier drin ist alles in Ordnung. Hier funktioniert alles das sehr gut. Werkzeug machen wurde erforscht. Den fehlt Nahrung. Naja, den können wir noch nicht hier geben. Nicht Nahrung, sondern Wasser. Nahrung können wir denen hier keine bieten. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Entdeckung können wir noch erforschen. So, dann bin ich mal gespannt. Hier geht's jetzt gleich um die Wurst. Die Barbaren schicken keine Entsatztruppen hier. Also die schicken keine Leute, die uns abfangen. Feindliche Stadt, Barbarenlager, 2300 Leute wohnen da. Mittlere Garnison. Jetzt bin ich gespannt. Die Entdeckung wurde erforscht. Bevölkerungszahl geht wieder runter. Und, bitte was? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Habt ihr das gesehen? Unsere Truppen wurden da komplett aufgerieben. Im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Unsere Truppen wurden da vollkommen aufgerieben? Das kann doch nicht sein.
Eine Legion dieser Stadt hat einen Sieg für das Reich errungen. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Achso, da waren Gegner, die kamen. So, das sind jetzt, die Nachrichten kamen jetzt ein bisschen verspätet. So, aber unsere Truppen wurden trotzdem komplett aufgerieben. Das kann es echt nicht sein. Das ist doch nicht in Ordnung. Aber auf jeden Fall können wir hier schon mal was ändern. So, und hier können wir auch was ändern. Ah, jetzt haben wir hier wieder so viele Velites. Da waren gerade noch keine. Ah. Na gut. Schicken wir die mal zum Angriff. Mal sehen. Schicken wir mal die zum Angriff und beschleunigen alles. Jetzt bin ich gespannt. Also ich glaube, das wird ja auch nichts. Das sind ja nur drei Leute, die hier angreifen. Das sind zwar die Offiziere, aber naja, natürlich. Aber die Stadt gehört trotzdem uns. Komisch. Ich verstehe es nicht. So, die Löhne nochmal rauf. Damit wir auch wieder die Bevölkerung haben, die gefordert ist. Statthalter. Was wünscht ihr nun zu erforschen? Ja, was können wir machen? Stadtzufriedenheit ein dauerhaft steigern. Holzproduktion nochmal steigern. Und die Truppen hier werden wieder ausgebildet. Ja, jetzt auch drei Legionen. Ist auch nötig. Also drei Kohorten, so. Komisch, dann habe ich das total unterschätzt. Dass die dann doch so stark sind. Obwohl die eigentlich, wenn die ihre Truppen schicken, um uns anzugreifen, hat die Stadt verlassen. Nur so eine Handvoll Truppen immer haben. Wehe uns! Die Götter blicken sicher voller Verzweiflung auf unsere respektlose Stadt herab. Wir besiegen die ja wirklich mit Leichtigkeit. Statthalter, Menschen verlassen die Stadt. Wir sollten etwas wegen der Zufriedenheit unternehmen. Ja, dann machen wir doch. Machen wir doch was. Zufriedenheit steigt, beherbergte Arbeiter haben wir. Ein Bonus von plus 1. Jeder, der hier wohnt, hat eine Wohnung. Wohnen ja auch nicht mehr so viele hier. Aber die Zahl dürfte bald wieder steigen. Ja gut, was machen wir noch? Nichts erstmal, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pause an dieser Stelle. Da hat es leider doch nicht geklappt. Ich weise jede Schuld von mir. Unsere Truppen waren im Angriff immer, oder in der Verteidigung immer sehr gut, in dem Angriff offenbar nicht. Naja. Merkwürdig. Müssen wir gleich mal drei Legionen oder drei Kastelle auf einmal losschicken. Warten wir, bis wir drei Kastelle voll haben und schicken sie alle los. Können wir ja schon mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher drehen. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, dass die mal aufgefüllt werden, die Kastelle. Die Waffen sind teilweise immer da. Die werden dann aber auch schnell wieder abgeholt und hier in Soldaten umgewandelt. Was wünscht ihr nun zu erforschen? Fischerei. Werden schnell in Soldaten umgewandelt. So, und dann kriegen wir hier auch unsere Kohorten schnell voll. Wobei ich immer noch denke, dass die Schwertschmieden sehr langsam sind. Ja, sieht mal hier, wir haben noch hier genug Sperre für die Ausbildung von Velites. Warum haben wir dann so wenig? Haben wir keine Soldaten oder haben wir kein Personal? Könnte es das sein? Vielleicht die Löhne mal so weit erhöhen, dass die Leute gerne kommen. Auch die Rationen noch dazu. Das dürfte sich ja dann bald schnell ändern. Na gut, aber wie dem auch sei, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Statthalter, Menschen verlassen die Stadt. Wir sollten etwas wegen der Zufriedenheit unternehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Genau, ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Tschüss!